Bon Appetit, Mittagessen à la carte. Serviert wird Pizza Leone. Keine Steinofenpizza, aber dafür garniert mit zarten Rindfleischstreifen. Und Baluga, der lässt es sich schmecken. Der Zirkus Krone hat zur großen Raubtierfütterung eingeladen. Die haben eine Fleischpizza gemacht für Baluga. Normalerweise wir haben ungefähr 20.000 Euro im Monat nur um Fleisch für unsere Tiere. 4 bis 8 Kilo Fleisch pro Tag, pro Tier. Und das ist Rindfleisch, Hühner, Herz, Leber. Auch wir von München TV durften den weißen Löwen Baluga füttern. 2,50 Meter geballte Raubtierpower bäumen sich da vor einem auf. Der Star-Dompteur gibt noch letzte Anweisungen. Mit festem Griff den Stock nehmen, keine ruckartigen oder unbedachten Bewegungen machen und bloß keine Angst ausstrahlen. Aber man muss aufpassen, da haben Krallen, da haben große Zähne und müssen nicht zu nah. Deswegen sie haben einen Stock und machen das Fleisch an der Ende von dem Stock. Ja, hier kann das. Ja, danke, danke. TV München. So. Okay. Seit 20 Jahren kennt Martin Lacey seine Tiere und sie ihn. Dass bei der Fütterung nicht der Instinkt mit dem Tier durchgeht, das ist eine Sache jahrelangen Trainings sowie anerzogener Gehorsam. Und der wiederum hat etwas mit Martin Lacys Einfühlungsvermögen zu tun. Ist ein gefährliches Tier, ist ein Löwen, ich respektiere das. Deswegen, ich war einen Schritt zurück, Sie haben gesehen, ich lasse ihn essen. Aber ich kenne ihn sehr gut. Angst habe ich überhaupt nicht. Ich bin kein mutiger Mensch, überhaupt nicht. Aber es ist mein Baby. Ich weiß genau, wenn er eine gute Stimme und eine schlechte Stimme hat. Ich weiß genau, wenn ist es genug und nicht genug für ihn. Das ist ein Sixth Sense, was alle guten Tierlehrer haben. Ohne das Vertrauen, das sich Martin Lacey über all die Jahre aufgebaut hat, wäre die physische Nähe zu dem Löwen niemals möglich. Die Raubtiere würden ihn instinktiv als Rivalin oder als Beute interpretieren. Ihr Gehirn wäre sofort auf Angriff gepolt. Es ist sehr gefährlich, wenn es keine Vertrauen gibt. Das erste Reagieren für einen Löwen, wenn der Hampf keine Vertrauen hat, ist der Attack. Eine Attacke mit zweifellos eindeutigem Ausgang. Beluga ist 350 Kilo, sie haben keine Chance. An die eisigen Temperaturen im Münchner Winter haben sich die Tiger und Löwen übrigens auch gewöhnt. Wobei, so richtig umstellen mussten sie sich gar nicht. Ich war ein paar Mal in Afrika und es ist richtig kalt in der Abend. Da gibt es auch das Wollenspiel in der Schnee, so ist das. Bei Baluga steht übrigens Pizza Leone nicht alle Tage auf dem Ernährungsplan. Einmal die Woche heißt es, Diät halten.